Hallo ihr, meine Partyschützlinge. Die Trolls sind für viele Dinge bekannt. Sie singen Lieder. Sie umarmen gern. Und vor allem planen sie Partys. Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid, um mehr von Trolls über das Planen von Partys, das Teilnehmen an Partys, über verrückte Partys zu erfahren. Die Trolls möchten ihre Lieblingspartygeheimnisse mit euch teilen. Alright, Party People, Class is in session. Tipps und Tricks zu verrückten Partys mit anderen zu teilen, ist großartiges Party-Karma. Anlässlich der heutigen Partys verschwinden die Wolken. Seht ihr? Party-Karma wirkt. Es ist wie Magie. Looks like we have a party. Haltet euch jetzt fest. Ich möchte nicht, dass ihr zu aufgeregt werdet, wenn ich euch sage, dass die heutige Party eine Sammelalbum-Party ist. Ich denke, ich hätte mich auch festhalten sollen. Aber ich kann mich einfach nicht bremsen. Sammelalben machen ist eine der beliebtesten Aktivitäten im Dorf der Trolls. Ich weiß nicht, ob die Trolls ohne Sammelalben leben könnten. Es ist an der Zeit, den Bastelschrank zu durchsuchen. Geheimnis Nummer 1 für effizientes Sammelalbum gestalten. Die Lagerung. Ihr maximiert euer Handwerkspotenzial, indem ihr alles, was ihr braucht, am selben Ort haltet. Trolls lagern gerne Sachen in ihren Haaren. Aber ihr könnt eure Sachen zum Basteln auch in Kisten aufbewahren. Schnappt euch eure Edelsteinkiste, eure Filzkiste, eure Klebebox. Oh Mensch, ich kann es kaum erwarten, mit dem Sammelalbum zu beginnen. Wirklich nicht. Oh nein, es liegt an einem Leck in meiner Glitzerbox. Effizientes Sammelalbum Geheimnis Nummer 2. Überprüft eure Aufbewahrungsboxen auf Löcher, bevor ihr Glitzer hinzufügt. Sobald ihr alles habt, was ihr zum Sammelalbum machen braucht, kann die Party beginnen. Diese Party ist mit Sammelalbumstationen eingerichtet. Macht Organisation nicht Spaß? Nachdem ihr euch genug gemustertes Papier oder Steckkarten gesichert habt, könnt ihr zur Schneidestation gehen. Um einige Sicherheitsscheren und Locher zu erhalten. Die Perlenkabine bietet eine endlose Vielfalt an Schmuck für alle eure Bedürfnisse, was Knöpfe, Edelsteine und Aufkleber angeht. Schlendert zur Klebestation, um alle eure klebrigen Vorräte zu holen. Schließlich ist die Installationsstation darauf spezialisiert, Pop-ups zu eurem Sammelalbum hinzuzufügen. Hey, look! A Pop-up-Tab! Wenn ihr alles habt, was ihr braucht, könnt ihr euch an den gemeinsamen Basteltisch setzen und mit dem Basteln beginnen. Beim Sammelalbum machen bewahren sich die Trolls gerne das Beste zum Schluss auf. Und das Beste ist Glitzer! Woo! Es ist an der Zeit, eure Glitzerwürfelbecher herauszuholen. Bringt ihr etwas Besonderes zu einer Party mit, dann ist es schön, wenn für alle Gäste genug da ist. Die Trolls bekommen ihre Glitzerwürfelbecher immer in großen Mengen. Schütteln, schütteln, schütteln! Schütteln, schütteln, schütteln! Ein Streusel hier, ein Streusel dort und fertig! So glittery! Wenn ihr mit eurem Sammelalbum fertig seid, stellt sicher, dass ihr alle fertig erstellten Sammelalben zusammenlegt, damit jeder Gast sie auch sehen kann. Und wenn ihr das Basteln noch nicht satt habt, könnt ihr jederzeit mit einem anderen Sammelalbum beginnen oder den anderen bei ihren helfen. Beeindruckend! Ihr habt sicher viel durch die Party-Tipps der Trolls gelernt. Ich bin so froh, euch als meinen neuen Partykumpel zu haben. Bei verrückten Partys geht es darum, dass man sich selbst treu bleibt und Spaß hat. Wir sehen uns auf der nächsten Party. Aber zuerst müssen wir noch mehr Sammelalben erstellen. Schütteln, schütteln, schütteln! Schütteln, schütteln, schütteln!